typisch Michelle-Geschmackssache. Das heute ist die letzte Sendung, bevor ich mich die Babypause verabschiede. In den vergangenen Monaten habe ich jetzt schon mit jensten Promis zusammen ihre Wunschgerichte gekocht. Heute wird aber alles etwas anders. So zumindest hat mir es mein Team versprochen. Das Einzige, was ich weiss, ist, soll etwas zu essen auswählen, das ich gerne mal probieren möchte. Und dann wird er für mich gekocht. Es ist ja langsam Zeit, dass ich auch mal etwas zurücklehnen kann. Hallo? Das hättest du jetzt nicht erwartet, gell? Du bist jetzt meine Überraschung. Ich bin deine Überraschung, komm ich hier drauf. Merci. Hoi, Michelle. Ja, Sie wollten unbedingt wollen, dass mal einen richtigen Koch für dich kochen. Ja. Hast du Freude? Ja. Mega. Erik, gell? Ja, ich gratuliere zu deiner letzten Sendung. Es war ein Riesenerfolg. Es ist die letzte Sendung von der Staffel. Von der Staffel, genau. Ob es die letzte ist, wissen wir das wissen wir noch nicht. Nein, ich komme dann schon wieder mal zurück. Ah, mega. Ich also. Ich habe überlebt. Hast du Hunger? Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen überrascht. Super, das ist cool. Du musst mir aber helfen. Ich habe das noch nie gemacht und ich bin technisch total unbegabt. Du musst mir helfen, die Küche aufzubauen. Ja. Also. Zeigst du mir mal, wie wir das machen? Ja. Draussen kochen habe ich glaube, seit der Militärzeit nicht mehr gemacht. Du, wir werden jetzt sehen, es geht immer irgendwie. Du, mir ist eben gesagt worden, dass, dass ich mich heute quasi bedienen kann. Ja, ja, du machst schön mit, Fräulein. Genau, bei dir. Es wäre jetzt zu schön gewesen, wenn ich hier einfach auf dem Liegestuhl mit einem feinen Orangenschür relaxed hätte und nichts hätte machen müssen, auf die Nacht warten. Ja, einfach ein bisschen Beine hochlagern und zurücklehnen mit dem wird heute nichts. Der Erik Hämmerli spannt mich voll mit ein. Der Erik ist ein schweizweit bekannter Fernsehkoch und Gastrounternehmer. So richtig ins Rampenlicht kam, ist der 54-jährige Zürcher durch die Kochsendung «Swiss Dinner», wo er jetzt schon seit über 10 Jahren über die Bildschirme flimmert. Der Erik Hämmerli hat seine Karriere mit einer Lehre als Koch und einer Lehre als Kellner gestartet. Der «Swiss Dinner» Koch hat eine 17-jährige Tochter und lebt in Zürich. Heute kommt er extra ins Bernbiet, an Wollensee. Ich habe einfach gehört, dass Michelle vor allem recht verfressen ist und habe jetzt gefunden, ich überrasche sie jetzt einmal. Und sie hat ja bisher immer so ein bisschen geschaut, wer kocht wie. Und heute koche ich für sie, aber sie wird natürlich müssen helfen. Kappen anziehen. Kappen anziehen? Kappen anziehen. Soll ich sie wirklich anlegen? Ich dachte, das dürfen nur Profis die Kappe anlegen. Gut. Schau mal, da hat sie mal alles da. Hast du das alles schon mal gern, was da ist? Los, ja, grundsätzlich ist sie alles. Hat jedes schön. Lebensmittel. Das kannst du mir geben und ich esse das. Ja, mein Team hat mir gesagt, ich darf mir heute mal etwas aussuchen. Wir den Spieß mal umdrehen. Und mir ist ganz spontan in den Sinn gekommen, irgendein Krustentier. Warum nicht mal etwas Aussergewöhnliches? Das muss etwas sein, das wir auf dem Grill mal machen können. Und etwas, das sie sicher nicht erwartet. Es ist eigentlich etwas relativ Simples. Es hat ein bisschen Vorbereitungszeit gebraucht. Ich habe das jetzt auch mitgenommen in einer Kühlbox. Und mich nimmt dann wirklich Wunder, ihre Reaktion, wenn wir es dann auspacken. Voilà. Ja, und jetzt musst du mir etwas sagen. Gut, also, was du jetzt kannst machen kannst, ist einmal die niederste Arbeit. Zwiebeln schälen, die halbieren, Kernchen rausnehmen. Ja. Okay. Und dann gehe ich mal noch deine Überraschung raussuchen. Ich habe die zu unterstunden im Wagen versteckt. Michelle ist ja Mami, also ich glaube mal prinzipiell sind die Mütter sind sehr gut oder Hausfrauen sind sehr gute Köchinnen, weil sie eben auch so die Diät oder das Trend ist kein Spinat, der andere will nur Spinat, er will abnehmen, sie will zunehmen, wie auch immer. Also ich sage jetzt mal Hausfrauen haben dann schon noch so eigentlich den Zwang oder die Obligation, dass sie sehr sehr ein breites Spektrum fahren. Jetzt habe ich aber eine tiefe Frage oder sehr gut. Überraschung. Sehr gut. Oh, oh. Oh, haben wir das gern? Ha? Also, ich habe es insgeheim gewünscht. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er das wirklich tatsächlich herbringt. Krass. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Krass. Er ist tot. Frisch gekocht heute Morgen. Zwei Stück dabei. Ernsthaft? Ja. Krass. Ja, ich habe gesagt, Krustentier wäre cool. Insgeheim habe ich mir einen Hummer gewünscht. Das hat aber niemand gewusst. Ich habe gedacht, ja, kannst du jetzt nicht so mit deinen Wünschen hochstapeln. Und er packt einen Hummer aus. Ja, ich glaube, sie hat sehr, sehr Freude gehabt. Und ich glaube, sie hat an der Überraschung wirklich Freude gehabt. Soweit ich das mitbekommen habe, hat sie noch nie Hummer gegessen. Ist das teuer, so einer? Ja, also günstig ist es nicht. Also, du musst es einfach vorbestellen. Oder? Das ist schwierig, sie überzukommen. Und dann haben wir geschaut, unser
Vertrauensfischhändler hat dann das besorgt für mich. Zwei ja, leck du mir. Ist gut, oder? Du, jetzt fühle ich mich ein bisschen geehrt, dass ihr da euch so einen Scheich ausgeschrissen habt. Ja, nein, ist gut, oder? Ist gut, ja. Wie lange geht das etwa, bis wir kochen können? Jetzt etwa noch 15 Minuten. Gut, 10 Minuten. Super. Also. Es ist eine Rennen Temperatur gegen die Zeit und ihren Hunger. Oder? Sie ist ja jetzt schon das Zweite, sie ist schon recht kugelig laut. Also irgendwann wird sie Hunger bekommen. Wir müssen einfach schauen, dass wir relativ schnell vorwärts kommen. Und wir müssen schauen, haben wir genug Temperatur. Oder? Du bist eigentlich seit ewig schon, hä? Wir machen es jetzt, 10 Jahre. 10 Jahre? Ja, wir machen es jetzt 10 Jahre. Wir haben, ich glaube, immer noch recht gute Zahlen. Also, ja. Darum lässt man mich noch leben. Mit der Sendung, du weißt, wie das dann geht. Ja, geht schnell, wenn es nicht läuft. Ja, genau, hast keinen Erfolg. Du bist weg vom Fenster. Was ist denn so? Weißt du, gehst ja zu den Leuten hey, zu den Hobbyköchen und tust die quasi bewerten. Ja. Was ist denn so das Schlimmste, was du erlebt hast, was jetzt das Essen anbelangt? Also so das Wüsteste? Also hart war zum Beispiel der Rettungsversuch von einer Schokolade, die er mit Salz angesetzt hat. Und als ich ihm dann gesagt habe, könntest du bitte Schlagramm machen, macht er so die Eisschranktüren auf und gibt mir eine Büchse mit Büchsenschlagramm. Das ist für mich dann so der Punkt, wo ich muss sagen, hey, nein, also weißt du so. Wieso hat er den Salz drin? Ja, weil er einfach nicht fokussiert. Hey, dass du dir noch nie hast, einen Finger abgeschnitten. Also, weißt du, einen ganzen Finger, das schaffst du. Ja, das ist ja auch noch scharf. Ja, es ist, also weißt du, ein Messer, das nicht scharf ist, ist dein Find. Das Messer ist ja nie gegen dich, oder? Schneiden tust du dich nur, wenn du nicht konzentriert bist. Und je schärfer das Messer ist, umso sicherer wird es. Aber ich konzentriere mich auch konzentrieren und schneide mich gleich. Nein, dann bist du ja... also gut. Dann machst du sonst etwas falsch. Ja. Ich finde, wir funktionieren als Team sehr gut. Also, ich stehe meistens nebendran und schaue ein bisschen zu. Und er, ja, ich meine, er ist Profi. Er macht zack, zack und dann ist das schon fertig, das Essen. Das ist schnell parat. Du hast ja ein eigenes Restaurant oder sogar bei mehreren involviert. Also eins, das mir wirklich allein gehört und dann eins, das ich mit Partnern zusammen, ja. Und der tust du zum Beispiel, wenn du jetzt in einer Sendung etwas siehst, das dir mega gut geschmeckt, nimmst du das auch mal mit in dein eigenes Restaurant? Ja, also das ist, eins war schön, das war Zara, die hat dann Die hat den besten Kalbfleisch-Hamburger gemacht, den ich je in meinem Leben hatte. Und die hat einen Rüebli-Herdäpfelstampf gemacht. Oh, und dann habe ich das gegessen, das war so fein. Dann habe ich zu meiner Köchin gesagt, hey, das ist mega. Sie sagte, nein, das ist Babyfutter und so ein Seich. Und dann haben wir es wirklich gemacht und die Leute waren so am Flippen. Wir haben es gemacht mit einem Gottlieb, mit einer Moosenfsauce. Ja. Und die Leute waren am Flippen und sind auch, endlich kommt das mal wieder rüber. Und dann sind wir, dann dachte ich, gestern jetzt gehen wir in die Küche, dass der Köche sagen. Und die Köche haben es natürlich nicht so wollen hören, aber wir nehmen wirklich viele Sachen mit. Auch den Wiener Risotto habe ich wieder mitgenommen, das machen wir auch ab und zu, das ist etwas, was ich wahnsinnig gerne habe. Was ist das für ein Risotto? Ja, ist eigentlich ein schwarzer Reis. Aha. Ist ein schwarzer Reis. Mhm. Oder weißt du, ein richtig gutes Focaccia. Also wir haben immer wieder Italiener, die mitmachen. Richtig gute Focaccia hast du gekauft. Welche Nationalität kann denn am besten kochen? Also ich sage die Italiener. Ehrlich? Ja, ich finde, die Italiener haben das einfach so... im Blut? Ja. Du bist ungeduldig. Nein, ich traue... Schau, es wird schon weiss hier. Schau da. Wenn es weiss ist, heisst das, dass es heiss ist. Okay. Ja, also ich habe jetzt immer gemeint, so ein Profikoch kann schon auch grillen. Aber im Sinn ist es nicht so. Ich bin jetzt so der Grillmeister. Ich lasse mich gerne zum Grill einladen. Irgendwie zu grillieren liegt mir nicht. Jetzt gehört mir auch, dass die Beizer Gastrobetriebe gelitten haben unter Corona oder immer noch leiden. Wie hast du das wahrgenommen? Ja, also es ist eine schwierige Zeit. Oder? Der Gastronom ist eigentlich ein sehr soziales Wesen. Also er braucht ganz dringend das Umfeld, seine Gäste. Mhm. Und wenn du dann überhaupt nicht rauskommst, das ist natürlich bitter. Und ich glaube, dass so meine Zunft die grösste Krise erlebt seit Jahrzehnten. Sure. Und das ist für viele Existenzen ist das einfach unglaublich bedrohlich. Also das, kann ich mir vorstellen, dass das richtig hart könnte werden. Und deine Existenz?
Du, bei uns ist es eigentlich so, der Bederhof ist jetzt 15 Jahre alt und relativ gut durchfinanziert. Ja. Wobei auch wir haben jetzt müssen Hilfsgelder beantragen und dann mit dem Vermieter reden. Weißt, wenn du die Miete weiter musst zahlen, ja, dann das geht dir so an die Substanz, das ist richtig, richtig schwierig. Ja, das glaube ich, ja. So, der Plan ist jetzt ja, dass wir nachher so ein bisschen Gemüse machen. Mhm. Ich möchte eigentlich servieren, den Hummer halbieren, tun wir ihn auf den Grill. Und dann tun wir das Gemüse einfach so scharf wie möglich anbraten und drüber. Und es soll ja noch ein Säuseli dazu. Jetzt Säuseli, einfach Zwiebeln ganz kurz ein bisschen heiss machen. Hättest du irgendeinen Alk da? Was habe ich da? Irgendwie einen Schluck Weisse oder etwas? Hättest du etwas? Nein, Sesamöl. Nehme ich nicht, ich bin schwanger. Ja, Alkohol könnte rauskommen. Macht nichts. Weißt du, zum Ablöschen. Das mit rauskochen, das funktioniert doch nicht. Mach klar. Nochmal. Schon? Ja. Ja, nein, sorry. Macht nichts, alles gut, alles gut. Ich brauche nicht viel. Aber weißt du, wenn wir ein Säuseli haben, machen wir jetzt mal ein bisschen Olivenöl, dann die Zwiebeln drin. Ja, das kommt gut. Du bist mir einfach anweisig. Tut mir merklich, ich kann mir nicht wahnsinnig viel machen. Was dann nachher spannend wird, ist dich dann den Hummer halbieren. Also. Aber wenn wir jetzt noch kurz Zeit haben, bevor es nicht stressig wird, ja, darf ich schnell zwei Zuschauerfragen stellen? Unbedingt. Also. Wie bist du vom Kochen, also vom Koch ins Fernsehen gekommen? Der Wechsel. Das ist eine lustige Geschichte. Tele Zürich hat einen Fernsehkoch gesucht. Und meine Frau war so dagegen, dass ich das mache, wie sie behauptet, dass ich eh schon grösser wahnsinnig bin. Nee. Und dass mir das nicht gut tut charakterlich. Und ich habe mich trotzdem gemeldet und habe den Job bekommen. Okay. Ich habe aber den Vorteil gehabt, dass wir einen Doc-Film gemacht haben über meine Mutter. Und mein Bruder mich dann so ein bisschen, sagen wir mal, kameraaffiner gezogen hat. Also ich habe einfach gewisse Sachen gelernt. Jawohl. Durch einen Film Erfahrungen gesammelt. Genau. Quasi. Genau. Okay. Zweite Zuschauerfrage war ganz simpel. Und zwar, wo hast du Kochen gelernt? Kochen habe ich gelernt eigentlich bei zwei verschiedenen Betrieben. Es war lustig. Ich bin aus dem Gymi rausgeflogen, habe ein Praktikum gemacht beim Chemax, damals Nummer 2 in der Schweiz. Ja. Und ich war früher mal so ein bisschen wilder, wie das so gesellschaftsfähig ist. Und dann hat der Max gefunden, ich sage totale Banane. Und hat mich dann rausgerührt und nachher mich zum Heinz Witschi. Und der ist dann so etwas Nummer 15 in der Schweiz. Okay. Und das hat mich dann so gefuchst, dass ich dann am Schluss zum Herr Petermann bin noch Kellner lehre. Also ich habe doppelte Lehre gemacht, Koch und Kellner. Okay. Und das ist dann wieder das Nummer 2 in der Schweiz. Und ab einem gewissen Alter beruhigst du dich dann auch. Aber so, als ich ganz zum Gymi gekommen bin, bin ich relativ wild und mühsam gewesen. Also hast du von den Besten gelernt? Ja. Ja, ja, also von richtig Guten. Ja. Ja. Super, merci. Jetzt tun wir hier. Die Zitronen haben wir keine, gell? Du hast ja Zutaten mitgebracht. Ja, genau, in dem Sack. Ich weiß es nicht. Nein, Zitronen haben wir keine. Brauchen wir das auch noch? Ja, das wäre lässig, wenn wir eine gehabt hätten. Da ist voll okay. Du merkst ja dann erst, wenn du am Kochen bist, ich hätte gerne Zitronen gehabt oder einen Schluck Weisswein. Das Kochen hat immer wieder mit Improvisation zu tun. Du musst das Beste daraus machen. Braucht man als Koch noch Kochbücher oder weiss man, hat man das alles im Unbedingt, Kopf? Nein, unbedingt. Also ich habe ja irgendwann mal dann von zuhause aus ein absolutes Kochbuch-Einkaufsverbot bekommen. Hast du so viel? Ja, ja, ja. Ja. Und ich kaufe, und dann habe ich es heimlich im Büro. Ich darf zwei Sachen, Kochbücher und Küchengeräte. Und ich habe alles immer heimlich gekauft. Aha. Da habe ich dir noch etwas mehr für deine Sammlung. Oh, mega, hast du das Kochbuch für mich? Ja, voilà. Was sind Sie denn? Das ist von Ernie. Das Kochbuch mit Rezept von Berner Koch. Ah, dann machst du mir dann noch eine Widmung hin. Ist das gut? Ich dir eine Widmung? Ja, sicher. Du schenkst es mir ja. Ja, kann ich schon, aber... Du hast jetzt so schwierig. Wenn du Freude hast. Ja, schreibst du mir... Ja, sicher. Also, weißt, das Buch ohne Widmung ist wie... Ich weiss es auch nicht. Also, schreib dir dann noch etwas drin. Ist gut. Ja, ein bisschen geistreich, wenn es geht. Ja, das wird schwierig. Das wird schwierig. Also, jetzt machen wir ein bisschen Sösser. Jetzt, schau mal, was ich noch dabei habe, ist... Fenkelsamen. Das ist etwas, das ich wahnsinnig gerne habe. Das ist eigentlich so ein Gewürz, das recht vergessen wird. Es gibt einen wunderbaren Touch. Ich möchte es sowieso so ein bisschen ganz leicht Mittelmeer-Nordafrika entführen. Auch mit den Gewürzen, die ich hier habe. Jetzt hoffen wir einfach, dass da ein bisschen Temperatur kommt. Das sollte jetzt schon. Du hast vorhin einen Film angesprochen, wo du hast
ist der heiß, gell? Ja, ich weiß. Ein Film angesprochen, oder hast du mitgehört? Ja. Wo dein Bruder Regisseur war, gell? Genau. Richtig? Ja. Da ist es um eure Mutter gegangen. Schon um unsere Mutter gegangen, ja. Sie war eine Messe. Ja, und zwar richtig heftig. Und eigentlich so heftig, das war so grotesk, was wir vorgefunden haben, dass wir angefangen haben zu filmen. Weil irgendwo, du hast das, wenn du das jemandem beschreibst, das geht wie nicht. Und das Lustige, ich komme aus einer Familie, schon meine Mutter hat gefilmt, meine Grosseltern haben gefilmt, viele Fotos gemacht. Und irgendwann haben wir eine professionelle Regisseurin noch dazu überzeugen, dass sie wirklich gekommen ist. Und es war ganz schwierig. Meine Mutter war leider tot zuhause, mehrere Tage. Und olfaktorisch war es schon so heftig. Und wir haben für 120 Quadratmeter Wohnung 7 Tage in der Woche 30 Tage geräumt. Und der Film heisst ja 7 Mulden und eine Leiche, weil wir 7 mal 4 Kubik Mulden gefüllt haben. Weißt du, 4 Kubik, das ist richtig viel und haben alles müssen entsorgen. Und das war dann auch so eine Reise eigentlich durch unsere Familiengeschichte. Okay. Und lustig, wir haben sehr kontroverse Reaktionen gehabt. Ja. Sehr viele Leute, die es super toll gefunden haben, die auch geschrieben haben, hey, uns geht es sehr ähnlich oder wir haben das Messi, wir erleben das auch. Und dann halt die Leute aus der Generation von meinen Eltern, die es überhaupt nicht lässig gefunden haben. Auch Freunde von unseren Eltern, die gefunden haben, wir sagen Defetisten und Nestbeschmutzer. Aber du, dass ihr das noch verfilmt quasi? Ja. Ich habe gefunden, es hat wahnsinnig gut getan. An was ist sie denn gestorben? Sie hat einen Herzinfarkt gehabt. Okay. Und ist dann leider 2-3 Tage auf der Bodenheizung gelegen. Und das ist, gibt einfach nichts Schönes. Oder? Und das hast du dann so gesehen? Nein, zum Glück nicht. Sondern die Kantonspolizei Zürich hat dann gesagt, sie geben uns die Fotos nicht. Weil wenn du nicht vorbereitet bist, dann stehst du als Psychologe. Ja, die eigene Mutter. Genau, da stehst du eigentlich wie nicht durch. Wir haben aber den Obduktionsbericht. Wir haben den gelesen und das liest sich. Das ist so heavy. Mein Bruder kann das dann lesen. Ich kann das jetzt nicht wirklich. Ich habe so Auszüge. Ja, ich habe einfach so Auszüge. Nein, das ist, ich wollte meine Mutter nicht so in Erinnerung behalten. Mhm. Ja, schwierig gewesen. Ich leere jetzt mal die Kohle rein. Da. Achtung. Müssen wir das hier da schön rundum verteilen, dass sich der Kitz gut verteilt? Oh, ich trenne schon wieder. Nein, was machst du? Heiland, Sack! Schon vorhin? Ja, gut. Das Tüchli. Das Tüchli stören, würde ich sagen. Ja. Ja, gut, es spielt auch keine Rolle mehr, wenn wir keine Tüchli mehr haben. Also die Staffel ist jetzt durch. Wir haben jetzt genug Zeit, um uns neu zu organisieren. Es tut mir wirklich leid. Kein Problem. Ich kann es kaputt machen. Aber das ist kein Problem. Du weißt jetzt, wieso ich nicht so talentiert bin zum Grillieren? Ja, ich sehe nicht. Das ist, glaube ich, nicht so schlau. So, jetzt muss ich mal schauen. Es kommt jetzt richtig. Sag jetzt mal. Jawohl. Eben, also ich frage es direkt. Hast du den heute ins heisse Wasser gegossen? Es ist so, ich habe es vom Küchenchef vorbereiten lassen. Es ist so, du kriegst fast keinen lebendigen Hummer mehr. Eigentlich sind sie ausblasen, aber wenn man es jetzt auf den Grill raus tut, dann muss es eben eigentlich vorkochen. Ich weiss jetzt nicht, wie er es gemacht hat. Er hat mit dem Fischhändler darüber geredet. Wir haben es früher ins heisse Wasser reingetan. Wir tun jetzt schon mal so vorbereitet, dass wir ihn grillieren können. Was ist das, der Darm? Nein, sondern das ist sogenannte Korei. Das ist super zum, zum Butter draus machen. Das hat sehr viel Geschmack drin. Okay. Ich weiss jetzt. Ist das fein? Hast du gern Fisch? Nimm mal ganz viel. Nein, nein. Die Hummerzubereitung ist einfacher gegangen, als ich mir vorgestellt habe. Ich hatte ein bisschen befürchtet oder Angst, dass der jemand noch lebt. Darum bin ich umso erleichterter, dass es nicht so ist. Eigentlich hat man mit dem gar nicht viel machen müssen. Er hat ihn einfach halbiert, auf den Grill gelegt und fertig. Sieht doch super aus, ne? Ja. So, habe ich mir das echt vorgestellt. Wunderbar, junge Dame, wunderbar. Ja, sie hat wahnsinnig Freude gehabt. Ich glaube, sie hat es wirklich noch nie gegessen und war noch nie so nahe dabei, wenn man es gekocht hat.
ist auch nicht alltäglich, dass man Hummer jetzt auf dem Grill macht am Wohlensee. Aber es ist uns gelungen. Wow, merci. Cool. Einen guten wünsche ich dir. Guten? Ich weiss aber gar nicht, wo anfangen. Also, Thomas, es ist relativ simpel. Du gehst hier rein beim Schwanzteil. Und jetzt kannst du das eigentlich einfach rausziehen. Das ist gar nicht so einfach. Wir hatten, glaube ich, nicht das richtige Besteck gehabt dazu. Es gäbe extra. Es war nicht so einfach. Ja, da muss man vielleicht ein bisschen brachial aufbrechen. Tut das sehr gut. Mhm. Aber es ist schon mehr so ein Festmahl. Mhm. Hast du gerne, oder? Mhm. Ja, ich hatte es sehr gerne. Aber eben, das ist jetzt also nicht etwas, wo man etwas Alltägliches. Das ist ein Festmahl, das man auch so alle 10 Jahre einmal höchstens isst. Der Hummer war sehr, sehr fein, das Gemüse war super. Die Aubergine und der Lauch waren sehr schön weich. Und die Peperoni mit der Haut hätte vielleicht noch so einen Ticken mehr gebraucht. Die haben noch so ein Knacken drin gehabt. Ich habe Peperoni geschnitten, als einziges, den Rest hat Michel geschnitten. Das habe ich in Sand gesetzt, das muss ich auf meine Kappe nehmen. Du, aber sag jetzt mal, jetzt über 10 Jahre, also jetzt 10 Jahre Swiss Dinner. Mhm. Gibt es weitere 10 Jahre oder hat man da irgendeinen schon Plan B? Solange ich es noch gerne mache, wir Zuschauer haben den Sender, finde ich es lässig, finde ich unbedingt weitermachen. Und vielleicht gibt es dann irgendwann mal jemanden, der dann findet, hey, wir könnten noch etwas anderes machen. Ich finde es einfach schön. Kochen ist wie so eine Ersatzreligion geworden. Ich finde, Swiss Dinner ist relativ entspannt dort. Ja. Weißt du, wir vermitteln ja ein bisschen Fachwissen, aber nicht. Es ist nicht zu viel. Es ist nicht zu hart, ja. Ja. Und ich meine, du, was sicher mein Traum wäre, ich finde halt Kitchen Impossible nach wie vor etwas zum Besten, was es gibt. Schon? Ja, das ist das Einzige, was ich wirklich schaue. Aha. Okay. Ja. Das wäre etwas für dich. Ja, oder etwas, weißt du, so etwas Ähnliches in der Schweiz machen? Ja, wieso nicht? Ja, es war ein cooler Nachmittag. Man hatte den Eindruck, der Erik Hämmerli hat schlechtes Wetter mitgebracht von Zürich. Komischer Tag war, ist die Sonne verschwunden. Nichtsdestotrotz war es ein gelungener Nachmittag. Und ich konnte wieder viel lernen von einem Profikoch. Und etwas Feines gegessen, das ich schon immer mal wollte. Also ja, besser könnte es nicht laufen. Sehr schöner Abschluss von dieser Staffel. Es hat sehr Spass gemacht. Danke vielmals, dass Sie mich eingeladen haben von Zürich auf Bern. Das war mir ein grosses Vergnügen. Meine Gastgeberin super. Ich komme gerne wieder mal, wenn Michelle in ein paar Monaten wieder etwas Neues macht. Schau, jetzt die Leute wundern sich jetzt über uns. Mhm. Das ist herrlich so. Das Sonntagsspaziergang, wir essen Hummer, oder? Ja, das ist auch ein komisches Bild. Ja. Wir sind hier am Hummer essen und die anderen. Typisch Michel wird präsentiert mit Leib und Seele von Ernie, Haar, Kleid, Bar, Spa.